Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen heute zurück zu einer weiteren Folge von Hausflipper. Ich bin's wieder, die billigste und schlechteste Putzkraft, die ihr finden könnt. Rufen Sie mich bloß nicht an. Bing! Cool, Leute, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute gibt es mal wieder eine nice Runde Hausflipper, natürlich wieder mit mir. Hi, was geht? Leute, wir werden heute Hausflipper zocken. Ich habe unfassbar Bock auf dieses Game. Leute, wer die letzten Parts nicht gesehen hat, checkt die unbedingt aus. Die waren mega witzig, da haben wir mega viel lustigen Stuff gemacht. Und heute geht es weiter, denn Leute, wir werden heute ein bisschen mit dieser Kettensäge das Haus aufräumen. Da-da-da-da-da! Ah, was macht dieser Mann mit der Kettensäge da? Nein, Spaß. Okay, Leute, wir lassen das Ding hier mal wieder liegen. So, wir haben nämlich einiges hier zu tun. Ich möchte jetzt auch keine Zeit verschwenden, Leute, weil letztes Mal haben wir ziemlich viel Zeit hier verschwendet. Und ihr seht hier gerade, was für ein Tag es ist und wie viel Uhr wir haben und wie viel Uhr ich das Ganze hier aufnehme. Steht einfach an dem Laptop. So, wir gehen jetzt erstmal rein. Wir haben hier nämlich ein paar neue Aufträge hier, meine Damen und Herren. Und zwar haben wir erstmal hier den Marcus Seifert. Dann haben wir Thomas Pilchner. Dann haben wir hier... Der heißt einfach Pissel. Da gehen wir als erstes rein. Let's go. So, ich grüße die ehrenvolle Renovierungsfirma. Ja, ehrenvolle Renovierungsfirma. Ey, ja, der Hochmut kommt vor dem Fall. Sagt man das so? Ich glaube schon. Was ist hier eigentlich die Aufgabe? Ich habe mich gerade selbst ausgesperrt. So, haha. So, wir sollen, ändern Sie die Anordnung der Räume? Zerstören Sie Wände? Ja, Mann. Baby, das ist voll mein Ding. Oh, hier ist der Vorschlaghammer. Oh, Junge. Bam. Oh, Junge. Bam. Mach das Ding kaputt. Und bam. Oh, Junge. Ja, zerfetzen. Dafür, dass es meine erste eingerissene Wand ist, gar nicht mal so bad, oder? So, was jetzt? Diese Wand hier. Also es muss hier wahrscheinlich das komplette... Oh, das komplette Ding hier abgerissen werden. Gibt es da nicht irgendwas, was das hier beschleunigt oder sowas? Manchmal schlägt der auch einfach nur so richtig billig dagegen. So, jetzt. Komm schon, mach es kaputt. Kann man das hier auch verkaufen? Lul. Ja, ich kann definitiv sagen, dass Mauern einreißen, also Wände einreißen und Wände streichen das langweiligste ist, was es überhaupt nur gibt. Ich dachte eben, das wäre so mega spaßig, aber okay, es macht schon Spaß. Okay, ich nehme es zurück, es macht schon Spaß. Oh! Oh. Es macht schon Spaß, aber irgendwie ist es so lästig die ganze Zeit. So läuft es, Leute. So, und jetzt hier erstmal die Bruchstellen hier. Batz. Und so. Man muss erstmal den Dreh raus haben, wie das Ganze hier funktioniert. Dann macht es erst richtig Spaß, okay? Aber ich als, arrangierter Haus... bitte feuern Sie mich nicht, okay? Bitte feuern Sie mich nicht. Kann man das hier irgendwie weglegen? Ja, so. Lege mal das Ding hier weg. So, wir können das hier auch wunderschön einfach mal wegbewegen. Einfach mal ganz stumpf hier hin. Ah, guck mal. Ich glaube, ich kann sogar die Dinger hier verkaufen. Ciao. Nice. So. Und jetzt hier unten nochmal die Bruchsäulen. Batz. Und batz. Und so läuft der Hase, Leute. Ist hier noch irgendwo was? Ich glaube, das war's. Ja, das sind die Mauern, die eingerissen werden sollten. So, was soll ich jetzt machen? Wohnzimmer mit Küchennische. Ich bin nicht mal sicher, ob das richtig ist. Chillt mal, chillt mal, chillt mal, chillt mal. Also ich muss jetzt hier auf jeden Fall eine Wand ziehen. Aber... Eine Wohnzimmer mit Küchennische. So, das ist jetzt hier das Wohnzimmer. Und Küchennische, wo kann ich das denn hinbauen? Oh nein, ich weiß nicht, wo ich das hinbauen soll, Mann. Was ist, wenn ich das jetzt falsch setze und es dem Kunden nicht gefällt? Oh nein, wie soll ich das denn machen mit Wohnzimmernische oder irgendwie sowas? Oh Mann, ich habe keine Ahnung. Das dreht sich jetzt einfach. Hä? Oh Mann, soll ich einfach mal auf gut Glück probieren? Vielleicht irgendwie so? Nee, vielleicht hier. Ich baue das jetzt einfach mal ganz stumpf dahin. Hier ist zu wenig Platz, um eine Wand zu bauen. So vielleicht. Oder so. Kann man hier nicht noch eine Tür hinmachen? Oh Gott. Oh Gott, ich bin der Schlechteste. Oh mein Gott, hier muss noch eine Tür hin. Warte, ich mach's mal am besten sogar so.
Oh mein Gott, das ist so grottenschlecht. Es ist so grottenschlecht. Hier will doch... Oh mein Gott, hier will doch keiner drinnen wohnen. Okay, es ist wirklich, wirklich schlecht gemacht. Aber nein, Leute, das ist absichtlich, okay? Das ist Style. Das hat den Style. Da wird mir auch gar nicht gesagt, was ich tun soll. Woher soll ich denn wissen? Guck mal, wenn hier... Hier ist die Tür. Dann muss hier... Bruder. Was soll man denn da machen? Ich verkaufe das jetzt hier wieder. Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Stürze. Okay. Dann... Keine Ahnung, Mann. Hier... Nee, wartet. Hier so vielleicht. Oh mein Gott, das ist so schlecht. Zu wenig Platz, um hier zu bauen. Ja, ja, ja. So. Jetzt hier. Guck mal, das sieht doch cool aus. Stylisch. Und fancy. Und jung und frisch. Ich habe einen neuen Fertigkeitspunkt. Ich weiß es nicht, Mann. Was mache ich hier gerade? Es sieht aber echt cool aus, Mann. Das sieht richtig nice aus sogar. Wartet mal, wir bauen das hier mal komplett zu. Sieht übertrieben cool aus. Guck mal, ich baue jetzt hier wieder hin. Oh mein Gott, ich verlasse es. Ich muss zurück ins Büro. Schnell zurück ins Büro. Ja, wieder zurück. Oh mein Gott. Oh, ich muss jetzt unbedingt einen anderen Auftrag machen. Der gute alte Herr Pissel. Sorry. Jemand muss die Wand abreißen. Ist gerade nicht so mein Ding. Wir gehen mal weiter. So. Anbauwand. Nein, wir werden jetzt auf jeden Fall nicht nochmal eine Wand anbauen. Wir gucken mal, was ist das hier? Muss hier ein bisschen aufgeräumt werden. Ein bisschen sauber gemacht, hä? Außen. Oh, außen. Reinigen. Ich kehre einfach draußen. So. Ah! Ja, es muss aufgeräumt werden. Okay, ganz klassisch. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Hier muss da ein bisschen durchgewischt werden, aber wir... Oh mein Gott, Junge, wer hat hier gewohnt? Ein richtiger Messi. Junge, Junge, Junge. Ay, caramba. So, wir räumen hier auf. Aufräumen ist das Niceste. Das geht auch echt am schnellsten. So, hier erstmal alle Türen aufmachen. Junge, wer hat denn so grünes Zeug im Bad? Manche Leute sind so eklig. Mach das Bett. Huh, das ging schnell. Ist hier noch irgendwo was drin? Nee, das ist wahrscheinlich nur zum Verschieben. Hier ist das Badezimmer. Und hier das Zimmer hier noch. Ich räume den Müll auf. Ein Kinderbett, Kinderregal. Aber erstmal müssen wir hier sauber kehren, okay? Da 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 da. Den Boden reinigen. Streiche. Okay, wartet. So, ich mache jetzt erstmal hier ein bisschen den kompletten Dreck weg. Funktioniert das? Ja. Boah, Junge, das ist... So, und eine unfassbar dreckige Wohnung. Hier erstmal das Klo ein bisschen sauber gemacht. Das grüne Zeug da hinten in der Ecke weg, das da auch. Es ist so eine unglaublich dreckige... Reinige die Fenster, so. Reinige die Fenster, Fenster reinigen. So, wir müssen jetzt leider von Raum zu Raum, das ist alles ein bisschen... Oh, so. Okay, wie ging das nochmal? Irgendwie so. Easy going, Leute. Easy going. Ja! So. Und das Ding ist sauber. Drehmagnifik. So. Machen wir mal auf, damit hier ein bisschen Luft reinkommen kann, weil hier drinnen stinkt das schon ganz schön nach Kabel. Es riecht hier drinnen nach dreckigen Kabeln. Nach einem Kabeljau. So, hier machen wir mal den ganzen Schimmel weg, Alter. Weg damit. Weg damit. Weg damit. So. Hier ist halt alles voll mit diesem Schwarzschimmel-Dreckkram. Das ist ja auch ein bisschen gecleared. Ja, so an sich würde ich jetzt auch, glaube ich, selber einziehen, oder? Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, wer von euch würde hier in diese Wohnung einziehen. Schreibt eine 1 einfach unten in die Kommentare, okay? So, dann weiß ich auch, wer bis hierhin geschaut hat. Oh, Junge! So! Haha! Nice! So sollte es aussehen. So, reinige die verschmutzten Fenster und ja, die Verschmutzungen und sowas machen wir auch alles sauber. So, jetzt kommt erstmal gleich das Fenster dran. So, das hier ist da auch. Ah, ich stecke fest. So. Sieht gut aus.
alle Fenster reinigen. Och Junge, wie viele Fenster hat denn die Person hier? Aber das geht schnell. Okay, also Leute, ich habe jetzt hier alle Fenster sauber gemacht. Lol. Okay, ich habe hier alle Fenster sauber gemacht, den Boden gewischt, habt hier... Das klingt so dumm, wenn ich das sage, oder? Ja, ich habe hier aufgeräumt, okay? Ich habe jetzt hier ein bisschen Farbe an die Wand gebracht, das merkt sowieso keiner. Dann habe ich hier alle Fenster sauber gemacht, das hier ist auch alles richtig... Was? Die Verschmutzung? Ah, wahrscheinlich ist die Toilette noch nicht ganz sauber. Dann wird jetzt die Toilette erst nochmal richtig sauber geschrubbt. Und da unten ist auch noch ein bisschen was. Ah, da komme ich nicht so gut hin. Ah ja, jetzt geht's. So. Und so, den ganzen Dreck hier auch nochmal weg. Sollte eigentlich... Wahrscheinlich ist hier dahinter noch ein bisschen was. Kann das sein? Kann sein, dass dahinter noch was ist? Ich weiß es nicht. Sieht nicht danach aus. Das Badezimmer ist an sich. Vielleicht noch ein bisschen hier die Wände oder sowas. I don't know! Warum ist es immer noch dreckig hier drin? Egal, ich zeige jetzt erstmal... Oh, lol, was ist das denn? Hey, hier habe ich doch drin auch schon ein bisschen sauber gemacht. Lul. Okay. Jetzt habe ich eben auch noch die Wände gestrichen. Ja. Und das zieht sich halt immer ewig lange. Das sieht für euch immer nur so aus. Aber in Wirklichkeit habe ich da jetzt bestimmt 20 Minuten dran rumgestrichen. Warum spiele ich so ein Spiel überhaupt? Ich verstehe das nicht. Und warum guckt ihr euch das an, wie jemand spielt, wie jemand aufräumt? Hä? Wieso? Leute, ich weiß nicht, wer hier der Verrückte ist. Bin ich der Verrückte? Oder seid ihr die Verrückten, die dieses Zeug hier anschauen? Ich denke mal, wir sind alle verrückt, oder? Haha, wir sind alle verrückt, juhu. Hier, die Fenster müssen auch noch sauber gemacht werden, so wie es aussieht. Ja, ja, die Fenster müssen auch noch gemacht werden. La da 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 da. Ich glaube, wir sind aber fertig für heute. La da 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 da. Guck mal. So, und zack. Fertig. Und oh, das ist richtig verschmutzt. Oh, Junge. Da wird jetzt richtig erstmal gereinigt. Muss ich dazu noch was sagen? Ich denke nicht, oder? Ich denke, ihr könnt euch alle eure eigene Meinung dazu bilden. So, aber jetzt zeige ich erst nochmal kurz den Raum hier. Was muss hier drinnen noch gemacht werden? 94% der Reinigung. Wo soll es hier denn noch dreckig sein? Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich ist es hinter dem Dings noch. Und so, hier habe ich das Zimmer gestrichen, komplett alleine, mit eigenen Füßen. Sieht gut aus, oder? Aber wir werden die Einrichtung und so weiter und so fort alles in der nächsten Folge machen, Leute. Ich denke mal, ich bin hier für heute fertig. Das war auf jeden Fall schon mehr als genug. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Oh, du kannst jetzt für den Auftrag 3000... Hey, den nehme ich mit. Hey, den nehme ich doch mit. Wir haben jetzt einfach den Auftrag abgeschlossen. Perfekt. Ein bisschen Cash gemacht. Ist er hier immer noch mit drinne? Nö. Der Typ ist... Perfekt. 3900, die nehme ich doch gerne mit. 31.000 haben wir jetzt sogar. Das heißt... Wir müssen die Häuser nicht mal komplett fertigstellen, aber wir können dann schon direkt was hier dingsen. Hier kriegt man auf jeden Fall ein größeres Haus und ich würde sagen, das kaufen wir jetzt erstmal. Let's go. Oh mein Gott, was? Was ist das für eine Bruchbude, Alter? Oh mein Gott. Okay, Leute. Verbranntes Haus gekauft für 31.000. Falls ihr Bock auf mehr habt, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, falls ihr sehen wollt, wie es hier weitergeht. Ja, bis dann, haut rein, Leute, und ciao.